Ach so, ja, ich sollte vielleicht auf die Karte gucken, auch wenn ich... Von einem weiß ich zumindest, wo sie ist. Ja, richtig. Auf die Insel wollte ich auch. Ups, das war nicht der Plan. Ich wollte mir eigentlich nur an der Nase kratzen und dabei die Maus loslassen. Ja, schön. Läuft ja alles wie am Schnürchen, nachdem ich es geschafft habe, den Aufnahmeknopf zu drücken. Ja, war ein bisschen dämlich von mir. Und zwar das Ganze war so, dass ich... Huch. Na? Da konnte ich auch gerade... Ach, boah, egal. Und zwar war das so, dass ich habe eine Maus von Razer, eine ganz tolle. Und die hat natürlich 5 Maustasten. Und ich habe Taste 5 als Hotkey für Aufnahmestart gehabt. Habe dann aber mit ein paar Kumpels gespielt, ohne aufzunehmen. Und dann störte die, weil die hatte ich in dem Spiel belegt. Also habe ich das verstellt. Und das hatte ich jetzt vergessen. Und dann fiel mir erst ewig später auf, dass ich nicht aufnehme. Ist immer toll, weil das ist so nutzlose Zeit und man muss dann nochmal Sachen spielen, die man eigentlich schon gespielt hat. Und hier ist der Schatz, also das Goldsäckchen. Oh. Hilfe! Eine brennende Schildkröte! Ja. Mann, hab ich Angst. Oh. Die hält aber ordentlich aus. Warum ist das Fleisch nicht gleich gebraten? Das ist ja viel angenehmer. Übrigens, warum schlage ich mit der Sense drauf? Ich habe mir keine Machete gemacht. Sense. Hervorragend geeignet, um schneller Getreide zu ernten, aber auch effektiv gegen Tiere und vor allem Büsche. Allerdings ist es recht anstrengend, mit dir auszuholen. Also viel Müdigkeit entsteht, aber macht halt auch Schaden. Ich weiß nicht, ob die Machete ein bisschen mehr Schaden macht. Ist halt nur, Machete ist weitaus leichter zu schwingen. Ist ja auch verständlich. Ich finde, bei solchen Sachen hat sich das Spiel doch relativ logisch orientiert. Ich finde auch gut, dass es zum Beispiel unterschiedliche Sachen gibt, je nachdem, womit man irgendwo drauf einschlägt. So, jetzt Karte. Karte lege ich vielleicht einfach mal auf. Habe ich 7? 7 habe ich belegt. 6 habe ich belegt. Auf 3. Lege ich auf 3. Weil dann kann ich nämlich durchscrollen und hab sie. Ja, einfach geradeaus da lang. Super. Ja, das sind auch wieder typisch Piraten, weißt du? Erst versprechen sie einem, ah, mach das, dann kriegst du das. Und jetzt? Pustekuchen. Stinksauer. Stinksauer, komm her! Oh. Nein! Das war mein Speer. Eigentlich bin ich jetzt noch saurer. Nur mal Hammer nehmen. Hier, komm her! Gib mir deine scheiß Blätter nicht, die will ich nicht. So, die Karte, wo ist sie? Ein Kiwi. Ich finde Kiwis ja so niedlich, ne? Also auch im echten Leben würde ich einfach echt mal gerne... Verdammt, Luca, was machst du da? Freilebende Kiwis, das wäre ja noch ein Traum von mir, die mal zu sehen. Also heißt Neuseeland. Allerdings finde ich ehrlich gesagt, so weit frei ist ein Quatsch. Ah, Krallenäffchen! Oh, die waren bitter. Das ist gar nicht... Oh, scheiße. Fuck. Sterbt, Alter. Was soll denn der Kack? Ah, ja, witzig. Skill verbessert am Arsch. Ach, Quatsch. Ich will nichts in den Affen reinpacken. Das wäre ja noch schöner, wenn ich mein Brot in den Affen stecke. Da war noch ein dritter. Nicht genug Platz. Ja gut, dann halt nicht. Aber ich werde essen. Nom nom nom. Den Heiltrank spare ich mir für gleich auf, falls ich den noch brauche. Das dritte Krallenäffchen, das besiege ich jetzt einfach mal nicht, weil es tut mir ja gerade nichts. Und so wie ich das in diesem Spiel kenne, rennt es nicht ewig rum, sondern nur in seinem Bereich. Ich hätte wahrscheinlich auch vor den anderen wegrennen können. Vor der Schildkröte auf jeden Fall, die hätte ich gar nichts machen können. Vor allem, wenn man sie durchs Wasser hätte laufen lassen, wäre sie bestimmt auch... Hätte sie bestimmt nicht mehr gebrannt. Gehe ich zumindest von aus. Vielleicht war es auch dämonisches Feuer. Oh. Moment, sehe ich das richtig? Wir laufen gerade durch Löwengebiet. Oder gehen da rein. Und ich habe meinen Speer weggeschmissen. Und Löwen sind so gemein zu mir. Egal, müssen wir durch. Wir sind Robinson Crusoe. Wir haben schon wieder Hunger ein bisschen. Dann können wir schon wieder ein bisschen essen, ohne zu verschwenden.
Können wir eigentlich ohnehin, weil wir alles verlieren bald. Eine Muschel. Fick dich. Bleib mir vom Leib, du Drecksviech. Ich hab's knurren gehört. Da oben. Oh nein. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Oh, verdammt. Pack mich doch garantiert, ey. So, schnell. Hast du mich nicht gesehen? Oh, eine, Weinrebe? Ja. Ich habe nicht mehr genug Platz. Oh, toll. Tolle Wurst. Habe ich noch irgendwas Sinn? Ja, die Wolle brauche ich nun wirklich nicht mehr. Und die ist, glaube ich, auf Dauer auch schwer. Also, in der Masse meine ich, nicht auf Dauer. Eine Weinrebe. Ich dachte erst Hanf, das wäre noch cooler. Man kann tatsächlich Hanf in diesem Spiel anbauen. Und, ja, das Kraut hat dann auch eine berauschende Wirkung. Falls man das konsumiert, sei es in Form von... Oh, ich gehe lieber übers Wasser zurück. Weil auf dieser Insel gibt es zum Glück keine Piranhas oder Haie. Sei es... durch Essen oder auch durch Rauchen. Man kann es sich in einem Blatt als Joint eindrehen. Die berauschende Wirkung ist im Spiel jedoch eher negativ dargestellt. Also schon witzig, weil man halt viele bunte Farben sieht, was natürlich Bullshit ist, weil das kann er bisher so ohne weiteres nicht verursachen. Und ich habe ein Problem, weil ich müde bin und hier schlafen sollte ich nicht. Aber ich habe noch Bitterwurzel. Ja, erbrechen. Erbrechen, dann wird man wacher. Erbrechen kann man sich... indem man... Was ist denn das hier? Indem man Bitterwurzel isst oder Scheiße. Also Kot. Dumm. Bambus. Oh, Bambus. Bambus weiß ich gar nicht mehr, was man damit machen kann. Bin ich ehrlich gesagt wirklich überfragt. Ich glaube, ich bin aus dem Löwengebiet raus. Vorne hier, das sind Bäume, an denen, wie man es schon sieht, hängen Lianen, da kriegt man ganz viele Lianen. Ja. Da vorne, da muss ich hin. Einmal schlafe ich noch, bevor ich zu dem Typen gehe. Habe ich sonst keinen Bock drauf. Angenehm, dass es regnet gerade. Toll. Super. Ich weiß gar nicht, warum ich hier die ganze Zeit runter schlafe. Ich habe jetzt eine geile Hütte. Habe ich noch gar nicht benutzt. Mal geil, Junge. Guck mal hier, guck mal. Ja gut, es regnet zwar durchs Dach, aber das kann man akzeptieren, finde ich. Und hier so, regnet es auch bei dem durchs Dach? Ich glaube, bei dem regnet es nicht so durchs Dach. Doch. Auch hier. Ja, egal, ist halt besonders starker Regen. Kann man nichts gegen machen. Oh, ich bin müde. Essen. Verschwenderisch ein Brot reinknallen. Und auf. Auf zum Atem. Jetzt hatte ich gerade sogar noch kurz Angst, dass meine Stimme nicht aufgenommen wäre. Das war ich hätte gekotzt. Ich hätte so gekotzt ins Mikro. Ich hätte die ja nicht so mitbekommen, aber... hätte ich gemacht. Ja, wunderbar, mein wertvolles Gold. Ich hoffe, du hattest nicht allzu große Probleme mit den gruseligen Flüchen, die auf den Verstecken lagen. Ich habe sie verschwiegen, weil ich Angst hatte, dass du das Zeug dann nicht für mich ausgraben würdest. Hau, hau, hau. Aber offensichtlich lebst du ja noch. Harr! Von mir aus können wir jetzt los. Was soll bitte eine Weinrebe für ein Fluch sein? Naja, Wein macht einen betrunken. Huahaha, harr, harr. Da hingen aber gar keine Trauben dran. Was stellst du für Ansprüche? Ich bin nur ein Pirat und kein Hexenmeister. Die Weinrebe hat einen symbolischen Wert. Harr. Okay, fahren bitte. Ah ne, und Schildkröte erst noch fahren. Die Schildkröte? Was ist mit der Schildkröte? Die brennt und tut einem nichts. Wie blöd bist du eigentlich? Stell dir mal folgendes Szenario vor. Ein Löwe wittert das Gold und versucht es auszugraben. Gäbe es die brennende Schildkröte nicht, wäre das Gold futsch. Aber so wird der Löwe das Gold fallen lassen, weil er die Schildkröte fressen möchte. Da dieser aber in Flammen steht, wird er sich dabei teuflisch das Maul verbrennen. Resultat, das Gold ist sicher. Der brennenden Schildkröte sei Dank. Ach was, lass uns fahren.
Okay, dann frage ich noch nach den Äffchen. Und eigentlich will man es ja wissen. Hä? Aber doch kein Rotz. Harr. Der Krallenäffchenfluch war eine reine Verzweiflungstat. Mir ist einfach nichts Sinnvolleres mehr eingefallen. Okay. Die taten aber auch schon weh ein bisschen. Muss man echt zugeben. Jawohl. Und jetzt fahren wir. Ich habe noch zwei Ohren. Was verglichen mit meinem restlichen Körperteilen ein verdammt guter Schnitt ist. Und das soll bitte so bleiben. Also schwafel sie nicht ab. Gut, gut, fahren wir. Na? Sieht man das jetzt aus unserer Sicht oder sehen wir gleich wenigstens noch das Geisterboot? Also das, was man nicht sehen kann. Anscheinend nicht. Die Buschtrommeln im Hintergrund sind auch sehr geil. Oh. Ich hab da ein Lager gesehen und eine. Und so eine Hütte. Da ist sogar ein Anleger. Okay, wir kommen anscheinend auf eine Pirateninsel. Und wir haben tatsächlich unsere Sachen noch. Dann nehmen wir doch erstmal die Fackel in der Hand. Piratenversteck. Da will man einen Schatz ausgraben und dann sowas. Ein Pirat. Jetzt hat er mich auf eine Insel gebracht, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier soll. Wurst. Kannst du bitte die Fackel anmachen? Anscheinend kann ich das nicht. Ich dachte, Feuer kann ich damit anmachen, aber eine Fackel nicht, oder was? Schade. Hätte ja sein können. Es wäre sehr edel gewesen, weil ich denn hier kein Feuer machen müsste. Ah, er hat schon einen Brunnen. Ja, so sähe ein Brunnen aus. Wunderbar. Und man hat halt immer Trinken an. Ho, ho! Willkommen auf meiner kleinen... auf meiner Pirateninsel. Hier plane ich meine Überfälle und repariere mein prächtiges Schiff, wenn es im Gefecht beschädigt wurde. Also, das habe ich zumindest mal getan. Leider war vor einigen Wochen jemand hier und hat alles auseinandergenommen. Den kompletten Leuchtturm haben sie mir in die Luft gejagt. Natürlich war ich gerade auf einem Raubzug und konnte es nicht verhindern. Ei. Ich merkte es erst, als ich von meiner Schlacht zurückkehrte. Der Nebel war so dicht, dass ich ihn wohl mit... Nee, das finde ich zu krass. Ich gebe dem Piraten jetzt einfach eine andere Stimme. Der Nebel war so dicht, dass ich ihn wohl mit einem Löffel hätte essen können. Das wurde mir zum Verhängnis. Ich hatte nämlich keine Löffel. Wobei das nicht das Hauptproblem war. Schlimmer war ja, dass der Leuchtturm fehlte. Ich fuhr mindestens 10 Knoten, als es rumste. Ho, ho! Ich habe meine Insel viel zu spät gesehen. Habe damit gerechnet, dass der Leuchtturm mich vorwarnt. Harr! Oder soll ich dann besser sagen? Harr! Jedenfalls ist mein Schiff nun ein totales Wrack. Und was soll ich hier? Harr! Na, ich versuch's auch wieder. Harr! Hörst du mir gar nicht zu? Ich bin ein Pirat. Ein Pirat ohne Schiff. Du Narr sollst mir helfen. Ich brauche dich, um ein neues Schiff zu bauen. Mit dem ollen Geisterruderboot kommt man nämlich nicht weit. Na gut, ich sehe schon. Ich habe keine Wahl. Bevor überhaupt irgendwas geht, musst du alle Fackeln auf der Insel anzünden. Feuersteine liegen in meiner Hütte. Falls zufällig jemand vorbeifahren sollte, sieht er uns so besser. Außerdem mag ich Feuer. Deswegen ist meine Jacke auch rot. Schön, oder? Ich mache mich dann an die Arbeit. Deswegen konnte ich es auch nicht mit der Fackel anzünden. Oder konnte ich es gerade noch nie anzünden. Sonst geht das bestimmt. Oh, kann ich den beklauen? Tatsächlich. Nicht genug Platz. Ja, dann tu das wieder zurück. Ich will das haben. Oh ja. Ich sehe ja ehrlich gesagt keine Feuersteine. Er hat aber auch gesagt in der Truhe. Aber das hier sind... Das ist keine Truhe. Da ist das Wrack. Ja, du Witzbold. Schatzkarte. Eine Karte mit einem merkwürdigen Text. Vielleicht finde ich etwas, wenn ich der Anweisung folge und am Zielort grabe. Die Form einer Hutart und zum Waschen gebraucht... Hä? Die Form einer
Hutart und zum Waschen gebraucht. Von dort Südwest bis... Ach, das ist die Anweisung.